Der neue S7 hat die gleiche DNA wie der X9 und verfügt über ein revolutionäres Technologiepaket. Damit erhalten Sie fortschrittliche Automatisierungstechnologien für eine gleichbleibend hohe Ernteleistung und Präzisionslandwirtschaftsdaten zum Erntegut. Hier sind seine 10 wichtigsten technischen Highlights. Luxuskabine. Die S7-Kabine ist identisch mit der Kabine unseres Spitzenmodells X9, der ultimative Komfort. Sie ist außergewöhnlich gut ausgestattet, leise und geräumig und verfügt über viele Funktionen, die Sie sonst nur bei Premium-Fahrzeugen finden. Die vom Boden bis zur Decke reichende Verglasung bietet eine hervorragende Sicht auf den Schrägförderer und selbst auf die breitesten Erntevorsätze bei Tag und Nacht. Sie ist außerdem vollgepackt mit Annehmlichkeiten und vielen durchdachten Details, die Sie schnell schätzen werden. So verfügt die Tür beispielsweise über einen optionalen elektrischen Schließmechanismus. Dieser zieht die Tür sanft ins Schloss. Auch den Komfort werden Sie lieben. Der Active Seat 2 absorbiert fast 90% aller vertikalen Bewegungen und sorgt so für eine entspannte, komfortable Fahrt. Außerdem lässt er sich um bis zu 16 Grad nach links und rechts schwenken. Über die perforierte Rückenlehne wird der Sitz belüftet, um sie kühl zu halten. Der Sitz ist außerdem mit Massagefunktion erhältlich, die für höchste Entspannung beim Betrieb des Mähdreschers sorgt. Außerdem ermöglichen die praktischen Fußrasten eine entspannte Haltung an langen Erntetagen. In der Dachverkleidung befindet sich das Infotainment-System mit Touchscreen. Es lässt sich problemlos mit Ihrem Smartphone verbinden, ist einfach zu bedienen und bietet sogar Apple CarPlay und Android Auto. Außerdem gibt es 2 Lautsprecher und einen Subwoofer für ein hervorragendes Rundum-Klangerlebnis. Starke Displays. Das neueste hochauflösende G5 Plus Command Center Display ist größer, was einen großen Unterschied bei der Bedienung des Mähdreschers ausmacht, da Sie mehr Informationen auf einem einzigen Bildschirm anzeigen können. Mit seinem superschnellen Prozessor ist es sehr reaktionsschnell und umfasst serienmäßig eine leistungsstarke Palette von Softwareanwendungen, AutoTrack, DataSync und JD-Link-Konnektivität. Entscheiden Sie sich für die erweiterte G5-Lizenz und Sie erhalten unsere beliebtesten Funktionen für Präzisionslandwirtschaft. Starfire, RTK, gemeinsame Datennutzung im Feld, AutoPath, Machine Sync für einfaches Entleeren während des Betriebs und AutoTrack-Wendeautomatisierung für freihändiges Wenden am Vorgewende. Sie können sogar ein zusätzliches Display für spezielle Anwendungen wie die Ertragskartierung oder das Lenksystem hinzufügen. Ein beeindruckendes neues A-Säulen-Display zeigt außerdem alle Daten zu Ihrer Maschine an, wie zum Beispiel Kraftstoffverbrauch und Motorleistung. Automatisierung der Ernteeinstellungen. Wir haben ein völlig neues und benutzerfreundliches Fahrerassistenzsystem für die Verwaltung Ihrer Zielwerte während der Ernte entwickelt. Die Automatisierung der Ernteeinstellungen sorgt dafür, dass jedes Korn zählt und die Qualität und Menge Stunde um Stunde erreicht werden. Sie legen einfach Ihre Grenzwerte wie Verluste, Getreidequalität und Besatz im Erntegut fest und der S7 kümmert sich um alle notwendigen Anpassungen. Das System verfügt über eine neue Technologie zur Verlusterkennung und analysiert ständig die Leistung im Vergleich zu den festgelegten Grenzwerten. Es werden automatisch Anpassungen vorgenommen, um den Mähdrescher zu optimieren und sicherzustellen, dass diese Grenzwerte während Ihrer gesamten Ernte eingehalten werden. Vorausschauende Automatisierung der Fahrgeschwindigkeit. Das Ultimate-Technologiepaket für den S7 umfasst jetzt die brandneue vorausschauende Automatisierung der Fahrgeschwindigkeit. Bei diesem System handelt es sich um eine Branchenneuheit, bei der mehrere Sensoren zur Vorhersage des anstehenden Erntegutflusses eingesetzt werden und der Mähdrescher auf der Grundlage dieser Vorhersage seine optimale Fahrgeschwindigkeit beibehält. Darüber hinaus wird das Erntegut weit vor dem Erntevorsatz kontinuierlich von 2 Kameras auf der Vorderseite der Kabine gescannt und die Vorwärtsgeschwindigkeit des Mähdreschers wird automatisch an den aktuellen Zustand des Ernteguts angepasst. Wenn Sie die Automatisierung der Ernteeinstellungen hinzufügen, müssen Sie nicht ständig Anpassungen aufgrund von liegendem Erntegut oder anderen Problemstellungen auf dem Feld vornehmen. Die maximale Kapazität des Mähdreschers wird während der gesamten Ernte voll ausgeschöpft und beibehalten. Super vielseitiger Rotor.
Der große Rotordurchmesser ist sowohl für kleine als auch für grobe Körner geeignet, sodass der S7 die Bedürfnisse von landwirtschaftlichen Betrieben, die mehrere Fruchtarten anbauen, erfüllen kann. Die 270 Grad Zuführung sorgt für ein gleichmäßiges Beladen und das Erntegut verlässt den Dreschbereich erst nach bis zu 2,5 Umdrehungen des Rotors, wodurch sich eine viel größere effektive Dreschfläche als bei herkömmlichen Trommelkonzepten ergibt. Der gewaltige Rotor mit einem Durchmesser von 749 mm erzeugt außerdem eine enorme Trägheit für eine hervorragende Restkornabscheidung. Starfire-Empfänger mit hoher Präzision. Der in das Kabinendach integrierte neue Starfire 7500 Empfänger ist werkseitig kalibriert und bietet Ihnen eine verbesserte Genauigkeit. Das SF1-Signal ist serienmäßig enthalten und bietet eine Spurgenauigkeit von 15 cm. Mit einem Upgrade auf die neue SF-RTK-Lizenz erhalten Sie eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von bis zu 2,5 cm und eine Wiederholbarkeit von 5 Jahren, ohne dass ein zusätzliches RTK-Signal erforderlich ist. Grain Sensing. Mit Harvest Lab 3000 Grain Sensing erhalten Sie wertvolle Einblicke in Ihr Feld, die die Art und Weise, wie Sie Landwirtschaft betreiben, verändern. Mit Grain Sensing werden während der Ernte einmal pro Sekunde Feuchtigkeit, Protein, Stärke und Ölgehalt einer breiten Palette von Fruchtarten gemessen, aufgezeichnet und kartiert. So können Sie einzelne Chargen Ihrer Ernte auf Grundlage der Qualität lagern und verwalten. Grain Sensing liefert auch wichtige Daten für die Analyse, wie sich die Nährstoffausbringung auf Ertrag, Protein oder Öl ausgewirkt haben. Auf diese Weise können Sie bessere Vergleiche zwischen den einzelnen Sorten anstellen und Ihre Düngerausbringung für die nächste Saison zuversichtlich planen. Präzises Entleeren. Das Entleerrohr verfügt über die gleiche einstellbare Tülle wie der X9, die dafür sorgt, dass beim Entleeren nichts daneben geht. Zusammen mit einer Spitzenentleergeschwindigkeit von 150 Litern pro Sekunde und des optionalen John Deere Machine Sync für die automatische Steuerung des Anhängers wird der S7 Ihre Erntelogistik verändern. Upgrade des Häckslers. Das Strohmanagement hat ein Upgrade mit verbesserter Verteilung und höherer Effizienz erhalten. Es ist jetzt mit den Axle-Messern des Mähdreschers X9 mit seinen widerstandsarmen Golfballvertiefungen ausgestattet. An der Seite wurden zusätzliche Entlüftungen angebracht, um den Gegendruck zu verringern und den Luftstrom am Siebkasten zu verbessern. Außerdem wurde der hydraulische Antrieb des Verteilers durch einen effizienteren mechanischen Antrieb ersetzt, der für eine gleichmäßige Verteilung auch bei den breitesten Erntevorsätzen sorgt. Kraftstoffeffizienz mit Harvest Motion. Die Effizienzverbesserungen beim Strohmanagement sind Teil einer Reihe von Änderungen an den Antriebssystemen des Mähdreschers, die zu einer deutlichen Verbesserung der Kraftstoffeffizienz beitragen. Wir nennen das Harvest Motion. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil von Harvest Motion ist der neue JD14X Motor, der sich bereits in unserem Mähdrescher X9 bewährt hat. Statt bei 2100 Umdrehungen pro Minute liefert er bereits bei 2000 Umdrehungen pro Minute effiziente Leistung. Erreicht wurde dies durch umfangreiche Änderungen am Leistungsmanagement des Motors und die Optimierung der Geschwindigkeit kritischer Erntekomponenten. Modelle mit dem Ultimate-Technologie-Paket sind außerdem mit Harvest Intelligent Power Management ausgestattet. Dadurch erhalten Sie nicht nur eine kurze Leistungserhöhung, um den Erntebetrieb beim Entleeren fortzusetzen. Als Bestandteil des Ultimate-Technologie-Pakets können Sie das Harvest Intelligent Power Management während der gesamten Ernte aufrufen und Ihr maximales Leistungsziel auf 105% einstellen. Der neue digitale Mähdrescher. Einblicke in die Getreideernte der Zukunft.